Der Ralf Büchi, CEO von der Ringe Axel Springer, und der Philipp Gmür, CEO von der Helvetia Versicherungen, laden am Montagabend zum Talk at the Studio ein. Der heutige Talk-Gast ist der Kunstsammler und China-Kenner Uli Sick. Der 73-Jährige hat seine Karriere bei Ringe als Wirtschaftsjournalist gestartet. Für den Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat er im Jahr 1979 das weltweit erste westliche Joint Venture in China gegründet. Im Gespräch mit der Christine Meyer erzählt der ehemalige Botschafter unter anderem, wie die Schweiz und der Rest der Welt mit dem chinesischen Übernahmehunger umgehen soll. Sie ist ein guter und ein schlechter chinesischer Investor? Das wäre einer, der quasi, das klingt zwar paradox, aber aus unserer Sicht ist das einer, der ein Unternehmen also für alle Stakeholders führt und auch einen Gewinn anstrebt und die Entscheide trifft nach Effizienzgesichtspunkten. Man kann den einen Chinesen mehr trauen, den anderen weniger. Den dritten kann man vollständig trauen. Sie waren schon trauen. Richtig als Botschafter, als Diplomat. Ja, nein, das ist die Realität. Okay. Also kann man allen Schweizerinnen trauen, allen Schweizern. Gut, machen wir einen Punkt. Frage an Sie, ja. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber es ist so vielleicht mehr, dass ich mir vorstellen kann, dass es eine grundsätzliche Strategie natürlich dahinter steckt. Aber die haben die Chinesen auch dargelegt. Mhm. Aber also die haben auch gesagt, wir wollen eben in die Mitte der Welt. Sie haben die Agenda 25 deklariert. Diese Agenda soll sie zu Weltmarkt führen, in diversen Disziplinen machen. Das haben sie alles dargelegt. Mhm. Und das Problem ist, China ist ein Systemwettbewerb. China ist eine gelenkte Wirtschaft. Severin Lüdi fragt, ich habe im Beruf bald mit China zu tun. Was ist der wichtigste Tipp, den Sie mir geben können, um gut mit den Chinesen auszukommen? Ein gutes Produkt, ein guter Preis. Dann kommt man auch mit den Chinesen gut aus. Gut, klare Antwort. Zu Beginn wurde es als Handelskrieg deklariert, jetzt aber auch im Fall Huawei sieht man, es geht ja noch um was ganz anderes. Es geht um diese Vorherrschaft in den Technologien. Es geht darum, dass die USA sagen, Huawei will ausspionieren und so weiter und so fort. Die Fronten sind extrem verhärtet. Was kann jetzt da passieren? Wie kann man diesen wirklich sich zuspitzenden Konflikt deeskalieren, ohne dass jemand das Gesicht verliert? Das kann man nicht, denke ich. Also die beiden Präsidenten sind derart hoch auf den Baum gestiegen, dass sie nicht herunter können, ohne das Gesicht zu verlieren, der eine oder der andere. Und das oder macht die Situation so kompliziert. Und ich glaube, wir müssen das diesem Präsidenten Trump zunächst in die Schuhe schieben, dass dem so ist. Oder er hat in totaler Unkenntnis von allem, was nicht irgendwie Real Estate und was weiß ich, Schönheitswettbewerb, allenfalls in Russland, an internationaler Erfahrung. Oder er hat das eingebrockt. Er hat eigentlich sich so verhalten, dass eben die beiden nicht mehr vom Baum steigen können. Ich weiß, dass Sie kein Prophet sind, aber was kann da auf uns zukommen? Jetzt ganz konkret auf die Schweiz, die mit allen Geschäfte macht. Gut, ganz konkret, wie Sie so auch schon gesagt haben, kann es niemand prophezeien, ich am wenigsten. Aber sagen wir, der Worst Case ist ein kalter Krieg. Ein kalter Krieg, wo eben quasi Amerika sich diesen Systemwettbewerb oder zum Casus Belli macht und sagt, wir müssen jetzt handeln, um diesen Systemwettbewerb zu gewinnen. Und das ist der Worst Case. Oder? Dann müssen wir alle auch Farbe bekennen. Das wird sehr schwierig sein für sehr viele Länder, oder weil die Amerikaner werden dann diesen Druck machen und werden sagen, entscheidet euch, seid ihr bei uns, oder ihr seid bei den Chinesen, und das wird die Welt gewaltig disruptieren, wenn es so weit kommt.